Ja, da ist die Kleine ein bisschen ausgerastet, ne? Da ist die... Hättest du die mal nie beleidigt, ganz einfach. Der Alan hat sie beleidigt und da hat die Ivy gedacht, nee, finde ich nicht so schön, das gibt's nicht. Ist halt, ne? Kind ist ein bisschen Akku drauf, ne? Die Ivy, die liebe, liebe Ivy. Ja, gut. Ich bin mal gespannt, was wir mit ihr jetzt noch machen werden. Wir suchen sie ja jetzt. Und... Okay, was es alles auf sich hat. Okay, wir haben hier einen Laptop, den wir benutzen werden. Aha, da ist ein Video. Klick da drauf. Wie kann ich ja... Achso, die macht irgendwas noch, okay. Oh, das ist hell. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Das Video wurde vom Schiff aus gemacht. Ah, boah, jetzt ergibt immer mehr Sachen Sinn. Okay, ich dachte, das Video wurde aufgezeichnet, wo sie von der Familie schon gefangen genommen wurde. Und das ergibt natürlich jetzt immer mehr Sinn. Sie hat natürlich Ethan die ganze Zeit angelogen, ne? Vielleicht ein bisschen auch, was sie macht. Ethan wusste das nicht, dass sie mit einem tödlichen Virus arbeitet, dass sie auf so einem Schiff arbeitet. Und das Schiff ist dann irgendwann in der Nähe von dem Haus, ja, auf, Alter. Auf Angst. Wir werden für immer zusammen sein. Oh oh. Und hier ist das kaputte Schiff. Vom Haus der Baker, glaube ich, ne? Baker sind die. Und dadurch ist das Virus natürlich entkommen. Okay, nee, gut, das Schiff ist jetzt noch, Ah, okay, das macht natürlich jetzt alles Sinn, ne? Und das Schiff läuft natürlich jetzt auf Land in der Nähe von dem Haus der Bakers. Und dadurch hat sich das Virus natürlich da verbreitet und die Familie hatte ja dann die ersten Anzeichen, ne? Die hatten ja am Anfang Probleme, die hatten ja Hallus, ne? Das Immunsystem war geschwächt und die haben sich natürlich immer mehr verwandelt, weil das Virus immer mehr angegriffen hat. Und wir wissen ja, die Mutti war ja öfters beim Arzt. Der Arzt wusste ja selber nicht so wirklich, was sie hatte. Ah, ist okay. Okay, okay, okay. Also auf gut Deutsch, unsere Perle hat uns jahrelang angelogen. Die hat auf dem Schiff gearbeitet mit einem tödlichen Virus. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Oh oh. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nicht mehr. Warum sagt die das? Kann die nicht einfach sagen, yo, hier, pass auf, wir sind voll die geile Familie. Wisst ihr, was ich mich jetzt frage? Der erste Punkt ist, warum haben wir in der Vergangenheit Bomben mitgenommen? Ich habe jetzt eher gedacht, wir kämpfen schon in der Vergangenheit einmal gegen Evelyn. Was wir natürlich nicht getan haben, jetzt ist die große Frage,
Wir wissen ja, wo eigentlich eine Kiste sein müsste. Und ich habe in der Kiste was versteckt. Ach, wie, warte mal doch hier. Wir gehen jetzt einmal runter. Ich will das jetzt mal testen. Weil wenn, dann hätte man nämlich auch die Bomben und sowas verstecken können. Naja, scheiße, okay. Schade. Das Problem ist jetzt gerade, ich weiß nicht, wo wir jetzt weiter hin müssen. Also ich werde jetzt mal kurz hier runterlaufen. Ich hab's schon wieder komplett vergessen. Das sieht irgendwie richtig aus. Oder nicht, kam... Oh, fuck. Ich bin gerade am überlegen, kann man nicht von da... Ich glaube, wir kamen sogar von da. Okay. Ich denke mal, wir müssen... Gut, hier kommen wir höher. Als ob die das nicht hinbekommt. Also bitte. Da kann man durchgreifen, ja. Das kriegt man so. Mit dünnen Ärmchen geht das. Gut, dann werden wir mal hier längs weitermachen. Und hier haben wir die Nachricht aufgenommen. Den Laptop kennen wir. An Ethan. Dass Ethan uns nicht tun soll. Und das hat natürlich Ethan nicht gemacht. Er wollte uns natürlich retten. Er wusste zwar nicht, was wir für eine Vergangenheit hatten. Oder haben. Okay, hier bräuchte ich einen Dietrich, den ich bestimmt irgendwo verpasst habe, ne? Na egal. Haben wir noch irgendwas? Ne. Uff, okay. Hier kommen wir noch nicht weiter. Ich guck mal ganz kurz. Jetzt ist aber die große Frage, wo müssen wir eigentlich jetzt hier hin? Also wir müssen da, wo wir gerade weiter wollten, müssen wir, denke ich mal, weiter. Da geht's zum Treppenhaus. Hier haben wir flüssige Chemikalien noch. Okay. Warte mal, kann ich die Chemikalie drauf? Warte mal. Was T muss vor Stimmen geben Sie Probe in den NRC-Inks-Behälter. Nee, okay, ich dachte, wir können hier mit der Chemikalie was machen. Aber jetzt ist die Frage, wo kriegen wir den ganzen Kram her? Ich muss noch einfach hier lang, okay. Ich vertraue der ganzen Sache irgendwie nicht so, ne? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Oh, Alter, was ist das für eine... Boah, was ist das für eine Leiter? Das Geile ist, ich habe Munition, aber die Waffe noch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Waffe haben wir irgendwo verpasst. Ivi, geh wieder zurück in ein Rattenloch. Vielleicht funktioniert er noch. Nee, noch nicht. Okay, hier haben wir nichts.
Karte des Schiffes, okay. Beutschlüssel. Ah, hier brauchen wir, glaube ich, entweder den passenden... Da ist die Waffe, okay. Entweder den passenden Schlüssel oder wieder einen Dietrich. Ist da unten was? Liegt hier was? Liegt da was? Bombe mit Fernzünder. Okay. Okay. Siehst du, lohnt sich immer wieder in jedem Spiel, in jeder Ecke zu gucken. Da habe ich gefühlt schon in Witcher 3 5 Millionen Stunden und bin immer noch am Anfang. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ah, hallo. Haben wir alles? Ja, ich glaube schon. Okay. Jetzt können wir gerne mal... Aber ich will erst an die Waffe ran. Na gut. Gucken wir erstmal hier drauf. War schon meine eklige Facecam weg. Okay, das ist, müsste jetzt unser Raum sein. Genau, hier unten müsste das sein. Da ist die Waffe. Okay, der, Fahrstuhl. Ethan. Da ist Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Und das ist Deck. Ach so, das S2-Deck, ne? Steht hier, glaube ich. Oh, Alter, Mädels. Und das wissen wir auch, nicht? Der Virus, was die Bakers ja haben. Verbreitet Hallus. Das Problem ist, ich weiß, wo die Waffe ist, aber ich weiß nicht, wie ich rankomme. Also ich habe jetzt absolut keine Idee, wie wir an die Waffe rankommen können. Dietrich irgendwas... Weil wir müssen ja jetzt hier von Deck wieder weg. Das kotzt mich gerade echt an. Ich will an die Waffe ran. Hä. Gut, hier kommen wir ja... Obwohl, könnte man... Könnte man hier eine Bombe reinwerfen? Das sieht irgendwie so aus, ne? Als könnte man hier... Problem ist, ich hab halt nur eine. Ich hatte eine. Scheiße. Ich will die Waffe jetzt hier nicht liegen lassen. Irgendwo muss doch hier ein verfickter Dietrich sein. Boah, das nervt mich gerade, ne? Na gut, okay. So, wir müssen irgendwie zu Deck 2 kommen. Jetzt ist die Frage, ob wir das über den Fahrstuhlschacht machen oder ob wir hier irgendwie noch einen anderen Weg haben. Aber scheint nicht so zu sein, weil hier ist ja alles blockiert. Hier kommen wir ja nicht weiter. Das heißt, wir müssen ja über den Fahrstuhlschacht wieder runter. Oder hoch. Boah, ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen Angst, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Alter, mal, wo kommen wir jetzt hier nochmal hin, wenn wir jetzt hier ganz hochlaufen? Sind wir dann wieder auf der Brücke? Entschuldigung. Ja, okay, gut. Hier waren wir ja schon. Guti, dann machen wir runter. Kann ich das nicht irgendwie verkürzen? Okay, das heißt, wir sind jetzt hier auf Ebene 3. Das heißt, wir müssten ja... Nee, ah, okay, wollte ich gerade sagen. Das heißt, jetzt müssten wir auf Ebene 2 sein. Also der Fahrstuhl müsste... Wow. Das ist Ebene 1. Nee, 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 nee. Denkt ihr, wir finden hier irgendwo... Dietrich? Oh oh. Ich habe leider auch nie wirklich Zeit, hier richtig nochmal zu gucken. Aber wo soll denn hier ein Dietrich liegen? Scheiße. Oh, da liegt was. Hä? Mir wurde hier gerade... Achso, das ist die Tür. Okay, hier können wir was öffnen, aber wir haben das Messer auf der höheren Ebene. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Ja, wir holen uns jetzt erstmal das Messer. Und wir sollten uns vielleicht jetzt langsam auch mal heilen. So, wir holen jetzt erstmal das Messerchen. Okay, dann, jetzt ist die große Frage, sollen wir jetzt schon zurück oder sollen wir erstmal die Ebene 1 erkunden? Wir können auch erstmal... Okay, das kennen wir alles hier schon. Die Säure, okay, hier können wir... Jetzt bin ich gespannt. Ist hier Säure drin? Nee. Okay. Ich dachte wirklich, wir hätten irgendwie Glück und hier wäre Säure drin, aber wir haben hier keine Säure drin. Wir haben hier keine Säure drin. Schade, schade, schade. Ja, und ich würde sagen, wir begutachten in der nächsten Folge weiter die Räume. Wir werden erstmal, ich würde sagen, die Ebene abklappern. Oh, die Kiste können wir ja kurz hier nochmal mitnehmen. Bombe, okay. Okay, da kommen wir schon mal hier von hier aus ins Treppenhaus. Das ist auch nicht schlecht. Ja gut, wir können ja ganz kurz nochmal hier die Ebene angucken. Schießpulver haben wir hier, okay. Tschüss!
Da liegt eine Zeitung. Oh, alter Mädel. Okay, ich dachte, ich könnte ein bisschen mehr lesen. Tschüss. Hier kommen wir mit Säure weiter. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Schlüssel oben für die Waffe. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Tschüss. Ui. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ich laufe noch mal ganz kurz hier rum. Und tschüss. Oh, fuck. Nee, ich mache jetzt keine Rosenhocke. Egal, wir laufen einfach hier durch. So, das ist ein Safe Room hier. Okay. Ist egal. Gut, da haben wir die Ebene schon mal fertig. Das heißt, wir können mit dem Schlüssel, das, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, das ist der Schlüssel zum Waffenschrank. Sehr gut. Das heißt, wir können dann hochgehen und können dann die nächste Ebene erkunden. Sehr schön. Ja, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv da, die Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.